Ja, Mike Büskens, herzlich willkommen. 15 Derbys hast du auf dem Platz gestanden. Gleich das erste in Dortmund hast du mit 2:0 mit deinem Team gewonnen. Damals noch mit der 3 und etwas längeren Haaren auf dem Platz. Und weniger grau. Und weniger grau womöglich auch. Erinnerst du dich noch daran, wie du dich damals vor und zu Beginn dieser Partie dort gefühlt hast? Also ich weiß, dass es der 22.8. war 1992, weil es der Geburtstag meiner Frau ist. Deswegen werde ich dieses Datum nicht vergessen. Du, damals passten, glaube ich, 54 rein ins Westfalenstadion und nicht in den Signal Iduna Park. Es war wie auch bei den Malen darauf. Du kommst rein in dieses Stadion, du wirst nicht gerade geliebt und das gibt dir viel Energie. So war es damals und so wird es am Samstag wieder sein. Das war ja erst dein zweites Spiel für Schalke. Hat man damals schon begriffen, was Derby ist? Im Vorfeld vielleicht weniger, weil ich kam ja von Fortuna Düsseldorf und war da auch Derbys gewohnt gegen den FC, also gegen Köln oder auch gegen Gladbach, wenn es ums Niederrhein-Derby ging. Aber das hatte damals, war das bei Weitem nicht so emotional. Also wenn wir in Düsseldorf gespielt haben, dann waren gegen Köln ein paar mehr da, aber es war nicht voll. Und da habe ich in den ersten Spielen, ne, kurz danach ging es zum Pokal nach RWE, also da habe ich einen Schnellkurs bekommen in Emotionalität des Ruhrgebietsfußballs. In diesem Spiel 1992 macht in der 28. Minute Günther Stipinio-Schlipper das 1:0. Was macht es mit einem, wenn man im Derby und dann noch in Dortmund in Führung geht? Du, das gibt dir auf jeden Fall ein gutes Gefühl, definitiv. Und Stipinio hat ja damals so den einen oder anderen ausgetanzt, unter anderem auch Stefan Reuter. Und haut ihn dann mit der Picke rein. Wer war im Tor? Stefan Kloß vielleicht oder so? Ja. Haut ihn dann rein und ja, das hat auch Schlipinho zu einer Legende werden lassen. Ja, der weiße Brasilianer haut in einem Derby so ein emotional, aber auch so ein eminent wichtiges Tor, haut er da den Borussen rein. Und dann war Bent, glaube ich, war ein Konter, oder? Ja, ne, genau. Der dann war viel Platz im Rücken der Abwehr und dann. Nachdem Bent das 2:0 gemacht hat, war es der erste Derby-Sieg seit in 19 Dortmund. Jahren. 20 sogar, 1962, okay. Nach 20 Jahren also, sogar. Wie war die Stimmung danach? War natürlich perfekt. Also im Gästeblock ging es richtig ab. Und es war so, dass dann Günter Eichberg gesagt hat: Hey, nach dem Spiel alle ins Maritim. Und dann sollte dann eine Feier stattfinden, aber wie ich eben schon erwähnt habe, war das der Geburtstag meiner Frau, von daher war da für mich nichts mit Feiern. Aber das war naja, echt gut, den Geburtstag deiner Frau. Ja, aber jetzt, was die Feierlichkeiten zum Derby-Sieg betrifft. Und das war wirklich total kurios, weil ich hatte damals ein Apartment auf der Schalker Straße und musste logischerweise dann nach Spielschluss bei Bosch vorbei und da haben die Leute auf der Straße gefeiert und ich habe gedacht, was passiert hier? Und dann fährst du über die Berliner Brücke, ja, da war dahinter Görsmeier und da passierte genau das Gleiche. Also es bewegt die Leute und es ist ein besonderer Tag, ein Derby-Tag und ich hoffe, dass wir ihnen wieder eine Menge Freude machen können. Am 19.12.1997 warst du ebenfalls auf dem Platz, ein weiteres legendäres Derby. Das war zwar kein Sieg, aber gefühlt schon, das 2:2. Erinnerst du dich? Unfassbar, unfassbar geil, weil die Heimmannschaft schießt kurz vor Spielende durch Andi Müller den vermeintlichen 2-1-Siegtreffer. Andi läuft von ihrer Kurve rüber, posiert vor unserer Kurve und dann war das Spiel noch nicht um und es gab einen Eckball, wo sich heute noch die Leute streiten, weil es gibt Leute, die behaupten, das war nie und nimmer Eckball. Aber es gab einen und dann stand Jens richtig.
ganz richtig. Und ich war eigentlich in unmittelbarer Nähe. Aber glücklicherweise stand er da, wo er stand, und hat ihn dann reingeguckt, weil es war, ja klar, geiler Moment. Wenn die Situation vorher mit Andi Möller, der über den Platz rennt und jubelnd in unsere Kurve rennt, und dann auch noch so spät, so ein Tor vom Torwart, was macht das mit einem? Was bricht da in einem heraus? Du, logischerweise ein sehr bitterer, ein sehr enttäuschender Moment. Ja? Aber das sind dann Dinge, die kannst du nicht mehr verändern. Du kannst nur noch das verändern, was noch kommt. Oder das angehen, was dann noch kommt. Und das haben wir gemacht. Ja? Du gehst dann all in, ja? Volles Risiko. Brauchst dann auch dieses Quäntchen Glück, definitiv. Weil es, wie gesagt, halt Eckball gab, obwohl es keiner war. Und dann muss auch noch ein außergewöhnlicher Mensch an der richtigen Stelle stehen und macht sich darüber natürlich dann auch unsterblich. Mit diesem außergewöhnlichen Mensch bist du anschließend vom Platz in die Kabine gelaufen. Erinnerst du dich daran, wie das war, als ihr in die Kabine gekommen seid? Nein. Aber ich meine, wie wird es gewesen sein? Jemand in den Sturm, sage ich nur. Die ganze Kabine hat skandiert. Ja, ist so. Vielleicht wäre das ein noch besseres Rezept gewesen. Aber ihn persönlich hätte es nicht weiterbringen können, als er dann auch gespielt hat. Ja, ich glaube, er war schon im Tor richtig aufgehoben. Aber für solche Momente war er dann ja, die perfekte Besetzung, denke ich. Von diesen Derby-Erfahrungen, die du hast, du warst auf dem Platz, Hüpp war an der Linie, der Trainer. Was kann man da heute oder was könnt ihr da heute der Mannschaft von weitergeben? Du, es geht eigentlich gar nicht darum, dass man zu viel über unsere Vergangenheit spricht, weil in der jüngsten Vergangenheit gab es ja auch außergewöhnliche Derbys. Ja, also wenn wir an das letzte Jahr denken, wo wir 0-4 hinten lagen und eigentlich, wenn Aubameyang zielstrebiger ist und Ralle auch nur ihm ja ein bisschen mehr Platz gibt, ja, es dann 5-0 steht und dann kommst du halt nicht mehr zurück. Ich denke, dass das viele der Jungs, die im letzten Jahr noch nicht für uns gespielt haben, aber dass die es erlebt haben, ja, dass sie es gespürt haben, was das für Energien freisetzt. In beide Richtungen. Ja. In der ersten Halbzeit war, glaube ich, gefühlt jeder Schuss ein Treffer von ihnen. Ja. Und in der zweiten Halbzeit, in einer Situation, wo du eigentlich komplett am Boden liegst, gibt's dann die Auferstehung. Ja. Auferstehung, vielleicht ein Stichwort, kommt dieses Derby zu einer günstigen oder einer ungünstigen Zeit in der aktuellen sportlichen Situation? Worüber reden wir jetzt? Worüber reden wir? Wir reden jetzt über Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ja? Ist es günstig, gegen RB das erste Spiel zu haben, ja? die einen Champions-League-Platz einnehmen, die berechtigterweise im Pokal-Endspiel stehen? Ist es danach günstig, auf Werder Bremen zu treffen, die bis dato 2019 noch kein Spiel verloren hatten? Ist es dann günstig, danach gegen Eintracht Frankfurt zu spielen, die nicht umsonst im Euroleague-Halbfinale sind und bis dato auch ungeschlagen sind? Ist das alles günstig? Ja, das ist immer so, auf dem Papier erscheinen Dinge manchmal günstig oder ungünstig. Ja, man denkt auch, wenn man zum Club fährt, für den es um alles geht, ja, dass man dann eigentlich auch besser performen kann. Es ist uns nicht gelungen. Und von daher, glaube ich, lohnt es sich nicht darüber zu diskutieren, ob dieser Zeitpunkt jetzt günstig oder ungünstig ist. Er ist einfach da und es geht darum, dass man diesen Punkt annimmt. Ja, dieses Spiel annimmt und dass man nicht ja, passiv wird, weil man denkt, oh Scheiße, die haben so viel Qualität in der Mannschaft. Ja, haben sie zweifelsohne. Sie haben, das muss man auch fairerweise mal sagen, obwohl es uns ja, sehr schwer fällt, mir sehr schwer fällt. Aber die haben halt in den letzten Jahren auch vieles, vieles richtig gemacht. Und vielleicht aus ihrer Krise, die sie auch in der letzten Saison hatten, die richtigen Schlüsse gezogen.
indem sie sich anders aufgestellt haben, was die Positionierung auf dem Platz betrifft, also mit Spielern, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die aber auch um die Mannschaft herum Strukturen verändert haben. Ja, das ist so. Ja? Und wir sind in einer Situation im letzten Jahr himmelhoch jauchzend, jetzt zu Tode betrübt. Ja, aber Samstag 15:30 ist Anpfiff. Und da zählen diese ganzen Dinge nicht. Da geht es nur darum, dass man dieses Spiel annimmt. Ja, dass man nicht passiv bleibt, nicht ängstlich ist, ja, sondern dass man auch mutig auftritt. Weil die dürfen halt nicht in ihren Rhythmus kommen. Wenn sie in ihren Rhythmus kommen, haben sie zweifelsohne Qualität. Ja, haben sie. So ist es. Diesen Mut, dieses Selbstbewusstsein, kann man sich das während des Spiels auch holen? Wenn man merkt, das holst du dir eigentlich über jeden Zweikampf. Über jeden Zweikampf. Und wir müssen dahin kommen, dass wir so kompakt sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Weil, ja, sie haben Qualität. Und grundsätzlich geht es aber immer darum, kompakt zu sein, enge Abstände zu haben, zu seinen Mitspielern, damit wir eigentlich immer wieder 2-gegen-1 Situationen kreieren können. Weil wenn du Mannschaften in der Bundesliga spielen lässt, dann kriegst du Probleme. Und das haben wir beim Club erlebt. Ja? Das ist sicherlich auch das, was ihr von der Mannschaft erwartet, diese Situationen anzunehmen. Welchen Eindruck hast du denn jetzt unter der Woche im Training vom Team bekommen, nach dieser auch bitteren Niederlage gegen Hoffenheim? Ist da auch, ich sag mal, nochmal wieder ein Schalter umgelegt worden? Haben sie das Spiel gegen Hoffenheim abhaken können? Ist der Fokus im Derby? Du, auch die Woche vor Hoffenheim war sehr, sehr gut. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir müssen halt nur, wenn wir mal fallen während eines Spiels, auch so schnell wie möglich wieder aufstehen. Ja, und das sind Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Also das heißt, weißt du, Rückschläge gehören zum Leben, gehören zum Fußball. Aber dann bedeutet das für uns, ja, dass wir als Mannschaft diese Situation zusammen annehmen und uns dagegen wehren, uns dagegen auflehnen. Ja, und nicht, weil auch am Samstag, ja, wollte jeder, aber vielleicht jeder ein Stück weit für sich, weil er wollte das auf seine Weise regulieren. Und dann haben wir Hoffenheim große Räume gegeben. Und wenn du einer solchen Mannschaft große Räume gibst, dann wird es halt schwer. Und auch jetzt wieder zu Trainingswochenbeginn, ja, das war wirklich überragend vom Engagement, wie man sich unterstützt hat, mit welcher Konsequenz man trainiert hat. Und jetzt geht es darum, obwohl die Situation nicht einfach ist, so diese Leichtigkeit nicht zu verlieren. Wir haben das gegen Hoffenheim erlebt. Du bist 1-0 hinten, hast dann eine Minute später die Riesenchance, wo Burgi total blank in der Box ist. Ja, der Ball vielleicht etwas in seinen Rücken kommt, aber wenn du dieses Selbstverständnis hast, dann nimmst du den ersten Kontakt mit rechts und den zweiten Kontakt nagelst du drauf. Ja? Und im Moment ist es so, dass wir dann vielleicht, oh ja, nee, vielleicht steht der andere, der hinter mir ist, so wie Breel, vielleicht steht der besser, ja, dann lasse ich ihn lieber abschließen und so. Und das ist ein Ding, was wir hinkriegen müssen, dass wir diese Konsequenz haben in den Aktionen, ob das defensiv ist oder offensiv ist, weil das die Jungs es können, das haben sie bewiesen, dass die Situation nicht einfach ist, das wissen wir alle. Aber wie eben schon gesagt, wir beide werden den Spielplan nicht verändern. Ja? Wir beide werden die Situation jetzt nicht verändern. Es geht nur darum, dass wir sie annehmen. Ja? Dass wir uns dieser Situation stellen und dass wir aus dieser Situation auch gestärkt hervorgehen. Weil dann kann aus dieser beschissenen Situation und Saison können wir noch einiges mitnehmen an Impulsen für die kommende Saison. Hand aufs königsblaue Herz, freust du dich auf Samstag, auf die Stimmung dort? Du, ich hab mich immer drauf gefreut, weil wenn du durch den Tunnel gehst und du schaust nach links, dann steht da schon eine Wucht. Und ich fand das eher inspirierend, wenn du weißt, von den 80.000, da mag dich maximal jeder Zehnte, ja? Und der Rest wünscht dir die Pest.
ich konnte damit sehr gut leben, weil für mich war das eher etwas Energiebringendes als Energieraubendes. Ja? Und so müssen wir auch auftreten, weil Zuneigung dürfen wir nicht erwarten.